alle zusammen. Ich melde mich zurück mit einem etwas anderen Do-It-Yourself. Und zwar zeige ich euch, wie ich diese Frisur gemacht habe. Das hier sind Crochet Braids. Und diese Methode ist schon ziemlich lange im Trend. Und ich habe endlich Zeit gefunden, das für euch abzudrehen. Bevor ich euch ein Ohr abkaue und euch zu viel belaber, würde ich sagen, legen wir einfach los. Unsere Basis bilden diese Cornrows hier. Ich habe die bereits fertig gemacht und dazu habe ich auch ein Video. Falls du das nochmal anschauen willst, kannst du hier klicken oder einfach unten in die Infobox schauen. Wie gesagt, die Cornrows sind ganz einfach zurückgeflochten und mit Haarstecknadeln festgemacht. Als nächstes brauchst du dann so eine Häkelnadel mit einer verschließbaren Öse. Dann natürlich deine Extensions und man kann schon loslegen. Man steckt einfach die Häkelnadel durch eines der Cornrows direkt darunter, achtet darauf, dass die Öse geöffnet ist, legt seine Extensions rein, verschließt diese Öse und zieht das Ganze samt Extensions einmal durch. Man löst die Häkelnadel und zieht die Extensions einmal durch sich selbst. Und für diejenigen, für die es einfach etwas zu schnell war, gerne noch einmal. Also, Häkelnadel durchziehen, achten, dass die Öse geöffnet ist, Extensions rein und Häkelnadel samt Extensions einmal durchziehen. Extensions öffnen und einmal selbst durch sich selbst ziehen. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ich habe das Ganze für die hintere Partie einmal gemacht, damit ihr sehen könnt, wie sich das entwickelt. Und mache das Ganze freischnauze einfach weiter. Also da ist wirklich nichts Großartiges dran. Und es geht super, super schnell. Ich habe dafür nur 1,5 Stunden gebraucht. Ich möchte euch die Angst nehmen, ihr müsst nicht den ganzen Kopf voll machen, weil das wäre einfach viel zu viel. Achtet einfach darauf, dass die Haare dicht sind. Was ich an dieser Methode liebe, ihr könnt jegliche Art von Extensions verwenden. Sei es nun vorgefertigte Dreadlocks, da muss man sich die Dreadlocks nicht machen und macht sich auch nicht die Haare kaputt. Vorgefertigte Twists, so wie ich sie habe, oder Braids. Ganz normale, glatte, ich wollte gerade straight sagen, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Glatte Haare, gecurlte Haare, alles. Seid total verrückt und total kreativ. Es geht relativ schnell im Vergleich zum selbst reinflechten oder reindrehen oder wie auch immer. Und ja, das liebe ich an dieser Methode und ich bin auch froh, dass ich endlich Zeit gefunden habe, es selbst zu machen. Sicherlich werden die ein oder anderen fragen, hey, wo hast du deine Haare her oder wo kriege ich Braids, Dreadlocks, was auch immer. Googeln, einfach mal googeln. Ich habe meine Haare bei eBay bestellt, die kamen recht schnell an, waren allerdings auch aus dem Ausland, da kam noch Zoll dazu, aber das war es mir einfach wert. Wie gesagt, einfach bei eBay eingeben Twists oder gebt ein Dreadlocks Crochet Braids. Versucht euch da einfach mal rum. Ich habe jetzt keinen bestimmten Vertreiber dafür, aber ja, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden und das ist es. Falls du in der Nähe von einem Afro-Shop wohnst, dann geh einfach in den Afro-Shop und schau da mal nach. Die haben bestimmt auch die Extensions deiner Träume. Also, ich freue mich aufs nächste Do-It-Yourself und wir sehen uns nächste Woche. Bei Ashley Forsen seht ihr mich schon am Mittwoch wieder. Diese Woche habe ich es nicht wirklich geschafft, aber es ist nicht schlimm. Wir sehen uns nächste Woche und ja, bis dann. Muah.